Ich begrüße euch Kinder, euch Familien. Ich freue mich, dass wir beisammen sind heute zu unserem 14. und schon vorletzten Treffen. Ich lade ein, dass wir jetzt mit einem Kreuzzeichen beginnen und dann das Lied singen Gloria, Ehre sei Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gloria, Ehre sei Gott. Wir haben es das letzte Mal gesungen, singen wir die erste Strophe. Und ich schlage vor, dass wir heute schon etwas Neues dabei üben, nämlich zu klatschen. Ich zeige es euch einmal vor und dann, wenn ich mit der Gitarre spiele, werde ich immer auf die Gitarre klopfen, wenn ihr zu Hause klatschen sollt. Und zwar, nach dem Gloria klatschen wir zweimal und dann nach dem Ehre sei Gott einmal. Ich zeige es euch mal. Gloria, Ehre sei Gott. Und dann in der zweiten Zeile dann nochmal. Gloria, Ehre sei Gott. Okay, probieren wir es. Gloria, Ehre sei Gott. Friede den Menschen sei und Gnade. Gloria, Ehre sei Gott. Er ist der Friede unter uns. Gleich noch einmal. Gloria, Ehre sei Gott, Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott, Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was macht heute der Fußball da oder die Gartenschaufel oder dieses Blasinstrument, die Oboe. Ich möchte mit euch heute am Anfang über Hobbys nachdenken. Ich hoffe, du hast ein Hobby. Es gibt ganz verschiedene Hobbys. Eben ein Hobby, das beliebt ist, Fußball spielen. Ich habe als Kind sehr gerne Fußball gespielt, aber nie in einem Verein, sondern immer nur mit den Freunden am Nachmittag. Also jemand, der Fußball spielt, wird das normalerweise, und wenn er gerne Fußball spielt, nicht nur einmal im Jahr machen, sondern immer wieder. Und wenn jemand in einem Verein spielt, dann geht er regelmäßig zum Training, wo geübt wird, wo trainiert wird und natürlich auch die Matches sind wichtig. Und es ist klar, wenn du schon mal Fußball gespielt hast, weißt du das, aber du kannst es dir gut vorstellen, wenn man übt und wenn man spielt, hat man nachher einen Durst und einen Hunger. Also es gehört natürlich dazu, dass man dann auch isst und trinkt, weil sonst würde einem die Kraft ausgehen. Ein schönes Hobby ist auch zum Beispiel im Garten arbeiten. Ich weiß nicht, ob du zu Hause einen Garten habt und ob du etwas anbaust oder vielleicht am Balkon. Auch ein schönes Hobby, wo man ganz viel lernen kann. Und ist klar, wenn man einen Garten hat, dann genügt das nicht, wenn man einmal im Jahr vorbeischaut, sondern man muss eben regelmäßig im Garten dranbleiben, gießen, jäten und ernten und auch hier kann man vieles lernen. Und das im Garten zu arbeiten ist auch manchmal recht anstrengend und klar, auch hier muss man essen und trinken, damit einem nicht die Kraft ausgeht. Oder vielleicht lernt jemand von euch ein Musikinstrument und damit man auf ein Instrument schön spielen kann, genügt es auch nicht, dass man es einmal im Jahr oder einmal im Monat in die Hand nimmt, sondern man muss eben regelmäßig üben, man bekommt Unterricht und kann vieles lernen. Und natürlich auch hier ist es wichtig, dass man isst und trinkt, denn wenn man einen Mordsturm Hunger hat und der Magen knurrt, dann kann man sich ja gar nicht aufs Spielen konzentrieren. Also ein Hobby, eine schöne Sache, wo es darum geht, auch zu üben und sich zu stärken. Und ich habe mir gedacht, das passt sehr gut zu dem, was ich mir mit euch heute anschauen will. Denn Jesus, wir wissen nicht, damals hat es noch gar nicht den Fußball gegeben, also Jesus war
höchstwahrscheinlich kein Spitzensportler. Ob er ein Instrument gespielt hat, wissen wir auch nicht. Im Garten wird er schon gearbeitet haben. Aber entscheidend ist nicht, dass er in irgendeinem Hobby toll war, sondern das Entscheidende bei Jesus ist, dass er ein Meister im Frieden bringen war. Ein Meister im Verzeihen. Ein Meister im Licht bringen. Jesus war ein Meister im Dienen. Und hier dein Leben lang so viel Gutes getan und so vieles erlernt von seinem Vater im Himmel. Und natürlich hat Jesus auch gegessen und getrunken. Und Jesus will uns, seinen Freunden, eben zeigen, wie auch wir Meister im Guten werden können, wie wir Lichtbringer werden können, Meister im Dienen und im Dasein für andere. Und so wie das Essen eben und das Trinken bei einem Hobby wichtig ist, so ist auch für uns als Christen das Essen und Trinken als Freunde von Jesus so wichtig. Denn Jesus weiß, aus eigener Kraft schaffen wir es oft nicht, den Frieden zu halten, zu verzeihen, geduldig zu sein miteinander, das Zimmer zusammenzuräumen und, und. Und deshalb will Jesus uns Nahrung geben, ein besonderes Essen, ein besonderes Trinken. Und das möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Ich habe deshalb heute etwas hier mit, was ihr normalerweise vielleicht nicht so nah seht. Du siehst, es ist in einem Koffer. Ich weiß nicht, ob du erratest, was drin ist. Ich werde es euch jetzt zeigen. Zum einen dieser ganz besondere Becher. Wir nennen ihn Kelch. Du erkennst schon, er wird bei jeder Messe verwendet. Und dann diese ganz besondere Schale, wir nennen sie die Hostienschale. Auch diese Schale wird bei der Heiligen Messe verwendet. Und ich lade euch ein, dass wir uns diese zwei ganz besonderen Gefäße genauer anschauen. Stellen wir uns vor, sie könnten sprechen, was würden sie uns sagen? Sie würden uns sagen, wir sind offen. In uns kann man etwas hineingeben. Wir sind besonders kostbar. In uns kommt nur etwas ganz besonders Kostbares hinein. Sie würden uns vielleicht sagen, wir sind vergoldet. Gold ist die Farbe der Könige und wir sind bereit, dass der König des Friedens zu uns kommt, in uns hineinkommt. Wir sind bereit für Gott. Wir wollen Jesus aufnehmen. Diese beiden besonderen Gefäße also, die verwenden wir bei der Heiligen Messe. Und sie sind deshalb so schön und so kostbar gestaltet, weil sie für Jesus verwendet werden. Weil Jesus, der König des Friedens, der König der Liebe, hier hineinkommt. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, am Anfang der Messe ist der Kelch leer. Es wird ja dann während der Messe der Wein hineingegeben. Die Hostienschale ist normalerweise am Beginn der Messe nicht leer. Aber was ist da drinnen? Ich habe da noch etwas für euch mit, nämlich diese Schachtel. Und in dieser Schachtel sind Hostien drinnen. Diese Schachtel steht normalerweise in der Sakristei und hier kannst du gut erkennen, es ist keine besonders kostbare Schachtel. Warum? Weil das, was jetzt drinnen ist, eben einfach Brotscheiben sind. Wir nennen sie Hostien. Einfach aus Weizenmehl und Wasser gemacht, an sich etwas nichts Besonderes. Bei der Heiligen Messe aber werden diese Hostien in die Hostienschale hineingegeben. Und während der Heiligen Messe, wenn der Priester spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann wird aus diesen Hostien der Leib Christi. Und aus dem Wein, der in dem Kelch drinnen ist, wird das Blut Christi. Wir nennen diesen besonders wichtigen Moment, bei dem auch die Ministranten immer läuten, die Wandlung. Also während der Heiligen Messe wird aus dem Brot, das wir bringen, der Leib Christi, das Brot Christi des Himmels. Und aus dem Wein wird das Blut Christi.
Und diese Speise, die wir dann bei der Kommunion empfangen dürfen, die stärkt uns nicht in erster Linie fürs Fußballspielen oder fürs Arbeiten im Garten oder für ein Instrument, sondern sie stärkt uns im Gutsein. Sie stärkt uns, dass wir nicht müde werden, Frieden zu bringen, dass wir nicht müde werden, uns zu bemühen in der Familie, mit unseren Geschwistern, mit den Eltern, mit den Schulfreunden. Jesus will uns Nahrung sein. Die heilige Kommunion also, wir dürfen Jesus empfangen. Er will uns von innen her stärken. Normalerweise, wenn man ein Geschenk bekommt, dann bedankt man sich. Und ich möchte mit euch heute, wir werden es dann vor der Erstkommunion üben, kurz anschauen, wie das geht, wenn wir die Kommunion empfangen. Vielleicht hast du schon beobachtet, die Leute, die die Kommunion empfangen und auch du bald, sie kommen nach vorne zum Priester oder Kommunionhelfer und halten die Hände wie eine Schale. Ich sage gern den Kindern, die Schreibhand unten, bei mir ist das die rechte Hand unten, die linke Hand oben. Und so wie die Hostienschale offen ist, bereit etwas zu empfangen, so sollen unsere Hände sein. Sie sind ein Zeichen für unser Herz. Denn in offene Hände, da kann man etwas hineinlegen. Wenn unsere Hände geschlossen sind, zum Beispiel so wie die Fäuste, da kann man nichts reinlegen. Die sind hart, die sind nicht bereit. Aber die offenen Hände sind bereit und sie sind ein Zeichen, soll unser Herz sein. Bereit und offen, damit Jesus zu uns kommen kann. Also wir halten die Hände und der Priester oder Kommunionhelfer sagt normalerweise der Leib Christi und zeigt dir den Leib Christi und du antwortest Amen. Amen bedeutet, ja, so ist es. Du drückst dadurch aus, dass du daran glaubst, dass du nicht einfach ein Stückchen Brot bekommst, nein, sondern dass Jesus selbst zu dir kommt. Und dann legt dir der Priester oder Kommunionhelfer den Leib Christi in die Hände. Also wichtig ist, dass du nicht zugreifst und sozusagen schnappst, den schnappe ich mir, den Leib Jesu, nein, sondern dass du ihn in die Hände legen lässt, als ein Zeichen, es ist ein Geschenk, dass Gott zu dir, zu uns kommt. Und wenn der Leib Christi dann in deiner Hand liegt, nimmst du mit der unteren Hand den Leib Christi und nimmst ihn in den Mund, gleich vorne, also nicht während des Gehens, sondern gleich vorne stehen bleiben, beim Priester, beim Kommunionhelfer und den Leib Christi in den Mund nehmen und erst dann auf den Platz zurückgehen. Und wenn du auf den Platz zurück bist, kannst du eigentlich genau das machen, was wir uns in der letzten Stunde angeschaut haben bei Bartimäus. Du kannst einerseits Jesus um etwas bitten und du kannst dich bei Jesus bedanken. Du kannst ihn bitten, dass er dir hilft in der nächsten Woche bei deinem Vorsatz, dass er dir hilft, vielleicht wenn du eine Sorge hast oder wenn etwas Schweres dich erwartet. Und du kannst Jesus Danke sagen. Er ist ganz nahe bei dir. Und schön ist es auch, wenn du einfach versuchst, auch still zu sein und mit dem Herzen zu hören, was Jesus dir sagen möchte. Die heilige Kommunion also ein ganz besonderer Moment, ja der wichtigste Moment bei der heiligen Messe, weil Jesus zu dir kommt. In eurem Kinderheft gibt es dazu zwei schöne Seiten. Jesus stärkt mich, die Seite 42 und die Seite 43. Eine Erinnerung, auch das Gutsein und das Lieben braucht Übung und braucht Stärkung. In diesem Heftchen, im Familienheft, gibt es einerseits die schöne Geschichte, die ich schon das letzte Mal erwähnt habe, auf der Seite 36, Nico will Gutes tun, und andererseits aber auch auf der Seite 39 schon Gedanken zur Vorbereitung auf die Erstkommunion. Und mit diesem Heft ist es ja so, da kann man jederzeit etwas nachholen oder machen, also gar kein Problem, dieses Heft ist sozusagen immer aktuell. Jetzt lade ich dich ein, dass wir miteinander das Gebet auf der Seite 43 unten sprechen und dann das Lied singen, das sehr gut zu dem passt, was wir uns jetzt angeschaut haben. Meine Hände, sie sind offen, meine Hände, sie sind leer. Meine Hände wollen sagen, Jesus, komm und sei mein Herr. Aber zuvor das Gebet.
Jesus, ich freue mich schon so auf die Erstkommunion. Das wird ein Fest. Du kommst ganz nahe zu mir. Jesus, hilf mir, dieses Geheimnis mit dem Herzen zu verstehen. Lass uns immer bessere Freunde werden, mein ganzes Leben lang. Amen. Aber jetzt, Seite 43, das Lied Meine Hände. Es hat einen besonders schönen Text, der sehr gut zu dem passt, was wir uns jetzt angeschaut haben. Und ich lade euch zu Hause ein, euch den Text gut anzuschauen und für euch zu überlegen, was bedeutet dieser Text, was kann er uns sagen. Meine Hände, sie sind offen, meine Hände, sie sind leer, meine Hände wollen sagen, Jesus, komm und sei mein Herr. Schenk mir deine Friedenskraft, die Streit mit mir unmöglich macht. Ich will Friedensbringer sein, doch das schaff ich nicht allein. Meine Hände, sie sind offen, meine Hände, sie sind leer. Meine Hände wollen sagen, Jesus, komm und sei mein Herr. Liebeskraft leg in mich rein, dann kann ich trösten und verzeihen. Ich will lieben so wie du, schenk mir deine Kraft dazu. Meine Hände, sie sind offen, meine Hände, sie sind leer. Meine Hände wollen sagen, Jesus, komm und sei mein Herr. Ja, schön, dass wir beisammen waren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, möchte euch sehr, sehr herzlich einladen, am Sonntag in die Messe zu kommen. Denn da lernen wir Jesus immer besser kennen und da können wir uns auch sehr gut einüben in das Vorbereiten und Empfangen der Heiligen Kommunion. Ja, alles Gute, bis bald und tschüss.